Wizard Würfel Garn. Wir gehen direkt jetzt in den Spielen. Multiplayer ist jetzt auch da, aber nope. Wir starten ein neues Spiel. Wir haben ganz viele Safe Games, aber wir gehen auf Nummer 1 natürlich. Natürlich gehen wir auf Nummer 1. Er lernt die Grundlagen. Brauchen wir die Grundlagen? Bin mir nicht sicher. Wenn ihr das erste Mal spielt, solltet ihr das Tutorial spielen. So lernt ihr die Grundlagen sowie die Welt und ihre Charaktere kennen. Von mir aus. Wir behalten unsere Ausrüstung. Aber ja. Der Rucksack ist nur ein Loch. Die Ziel freigeschaltet. Pulvomantenpaket. Die Ziel freigeschaltet. Ehrenmagierpaket. Fängt doch schon mal gut an. Jetzt müssen wir hier erstmal unseren kleinen Magier gestalten. Gibt's hier kein Blau als Augen? Machen wir halt rote Augen. Augenform. Moment. Nein, ich hab. Aber das ist hier so zu hell. Wie geht das hier nicht? Doch, geht, aber man sieht es kaum. Mit der Maske merkt man das nicht. Moment. Masken. Die Maske, ja, verbirgt leider etwas viel. Rum. Die Schuhe. Was denn für Schuhe? Was sagen wir, nehmen die? Ja, den nehmen wir. Oder? Rucksäcke. Das ist... Okay, das ist ein Rucksack. Wir haben eine Truhe als Rucksack. Ich würde sagen, was passt, dass wir keinen nehmen?
Handschuhe. Nee, ich mag die Farben nicht. Die finde ich eigentlich ganz okay. Amulett. Nehmen wir überhaupt ein Amulett? Immer am Ende eh nicht. Also zumindest durch den Hut hier. Da hätte ich mir halt auch komplett die Augen sparen können. Was nehmen wir denn? Bin geneigt dazu, das hier zu nehmen. In der Gesamtoptik. Müssen wir nur den richtigen Hut dann noch zu finden. Ich würde ja sagen, den hier. Obwohl, der hat auch was. Nee, der nicht. Also der oder der hier? Ich würde ja fast sagen, wir nehmen den, aber wir können wir noch die Augen formen. Den Schnurrbart können wir ruhig lassen, der stört nicht. Augenform passt halt nicht so richtig. Würde ich sagen. Das sieht doch ganz okay aus, so, oder? Natürlich kann man auch Rennen machen, aber nein. Das wäre jetzt so. Nö. Aber auch nochmal die Handschuhe überarbeiten, vielleicht. Die sind halt relativ hell. Und das gesamte Outfit ist dann doch etwas dunkel geworden. Wir nehmen das so, wie es ist, oder? Bei den Augen bin ich mir noch nicht sicher. Sieht halt auch interessant aus. Das sieht scheiße aus.
Aber ich soll da nicht sein. Nee, das sieht nicht aus. Was haben wir überlegen, das hier? Nee, das gefällt mir nicht. Sieht halt auch. Sieht nicht aus. Ach, wir nehmen das, wie es ist, oder? Charaktererstellung ist immer so eine Sache für sich. Es muss einem gefallen und ich tue mich manchmal echt schwer, was das angeht. Wir nehmen, glaube ich, doch eher die Kleinen. Ach, was soll's. Es ist, wie es ist. Mario ohne Schusswaffe. Findet euren Weg zum Turm. Wie ASC ist zum Bewegen. Auch keine Schusswaffe, Leute. Er braucht schon eine Schusswaffe, wenn er einfach so machen kann. Das ist ja schön, ich kann auch festhalten. Ich muss nicht gedrücken. Ich dachte am Anfang, ich müsste aber... Ja, man weiß ja nie, was man braucht. Aber 10 Schaden ist halt gar nichts. Ey! Hallo Maria, die Kryptomanten. Oh gut, ihr lebt noch. Ihr seid nicht mehr meine erste Wahl, aber meine erste Wahl ist schon tot. Ernsthaft? Wenn deine erste Wahl tot ist, bin ich deine was? Zweite Wahl? Ich bin nicht gern die zweite Wahl. Das ist nicht ideal. Ich würde euch nicht darum bitten, wenn ich eine andere Wahl hätte. Es bleibt nicht mehr viel Zeit bis zum Ende der Welt. Ihr müsst in den Turm gehen und die Zeit zurückspüren, bevor das Chaos hier alles zerlegt. Unweit von hier ist ein Durchgang. Folgt mir einfach dem Weg. Ist okay.
Danke. Schade, ich mache nicht genug Schaden für den. Hey, ich kann mich heilen. Kriegt zwar fast gar nichts, aber... Die ist tot, Magier. Das bedeutet kein Kopfgeld für euch. Alle Durchgänge sind wieder geschlossen im gesamten Turm. Der hat sie alle gleichzeitig geöffnet. Vielleicht könnt ihr das ja auch. Aber dafür werdet ihr Arkana brauchen. Chaos ist nun magische Energie, bösartig und gleich und geistlos. Ihr müsst bekämpfen, um Arkana zu sammeln. Um zu kämpfen, braucht ihr eine, wie nannte sie es gleich noch? Ah ja, eine Schusswaffe. Hölzerne Schusswaffe. Und würziger Tee. Herstellen. Ja, ich kann mit Tab wechseln. Yay, ich habe eine Schusswaffe. Nun, da ihr eine Schusswaffe habt, könnt ihr Arkana sammeln, um den Durchgang zu öffnen. Es bringt euch an einen sicheren Ort. Chaosmonster lassen Arkana fallen, wenn sie sterben. Schusswaffe abfeuern. Ja, ist okay. Hier hinten war doch sowas. Nachladen ist eher, okay. Bin ja dann in der Arkana-Quelle. Ist doch auch... Ach so, nee, das ist nur Holz. Oh, komm hier nach vor. Müssen wir scheinbar näher nach oben. Aber bist denn du? Na, alles klar? Alles endet irgendwann, Grünschnabel. Wir haben die besten Plätze für die Show. Hat dieser alte Geistervettel euch erzählt, dass das Schicksal der Welt in euren Händen ruht? Das habe ich schon mal auf ihren Mund gehört. So eine schwere Bürde erlegt man doch noch niemanden auf. Macht euch keinen Kopf. Wenn ihr scheitert, wird niemand mehr da sein, der euch deswegen Vorwürfe macht. Viel Glück bei allen, Grünschnabel. Seid vorsichtig, aus den Rissen vor euch kommen Wesen aus reinem Chaos. Besiegt sie, um Arkana zu erhalten, um den Durchgang zu öffnen. Na komm her!
Na. Na her. Lass mich doch hier nicht besiegen. Chaos ist eine unbarmherzige Kraft. Aber ihr... Oder... Chaos ist eine unbarmherzige Kraft. Aber ihr habt ihr Stand gehalten. Kehrt zum Durchgang zurück und öffnet den Turm. Wir öffnen den Turm. Wir haben es geschafft, Kollege! Durchgang benutzen. Reparieren. Magier ohne Schusswaffe. Ihr habt es zum Turm geschafft. Der Turm. Erkundet den Turm und erlernt seine Grundlagen. Die Welt wurde zerstört. Ihr müsst die Zeit zurückspulen. Seelenband. Seele verbinden. Er hat meine Seele gefressen. Das Rad. Das Rad ist beschädigt. Die Zahnräder müssen zum Rad zurückgebracht werden, bevor die Zeit zurückgespult und die Welt in ihre alten Zustand zurückgesetzt werden kann. Forschung. Struktur reparieren. Metallschrott und Unkaner Foliant haben wir nicht. Da müssen wir aber einiges jetzt sammeln. Das kriegen wir hin. Unkaner Foliant, sehr schön. Zahnrad. Ich habe keine Munition mehr. Edel. Ach, ich kann jetzt immer noch wechseln. Wieso kann ich meine Augen wechseln, aber den Rest nicht? Das verstehe ich nicht. Also ich kann meine Augen wechseln, wie ich will. Das ist halt komplett normal, also... Ich brauche mehr Munition. Die Frage ist, woher kriegen wir die Munition? Erstausgabe. Lernt nun, wie man lernt. Die Erstausgabe ist nur ein uralter Mechaner-Foliant, der über die Welt um sich herum lernen kann. Mit ihnen könnt ihr Objekte scannen und mehr über sie herausfinden. Wenn ihr die erste Aufgabe in Händen haltet, wird über Objekte, die ihr sammeln könnt, eine Markierung angezeigt. Ihr könnt die erste Aufgabe verbessern, um mehr Objekte damit scannen und das Objekte damit
zu scannen zu können. Die scannen bestimmte Objekte und gibt euch Rezepte für die Herstellung. Was forschen wir denn hier? Ja. Will Dinge lernen. Oh. Gottmaschinen, besondere Vorrichtungen, Arkane Bank. Okay. Das Rad des Chronomanten ist eine Gottmaschine, die die Zeit zurückspult. Bringt uralte Tarnritual zurück und baut weitere Teile der Welt wieder auf. Mit jedem hinzugefügten Zahnrad könnt ihr die Zeit wieder zurückspulen und einen größeren Teil der Zersplitterung erkunden. Hey, zurückspulen. Wir haben einfach mal die Zeit zurückgespult. Ich habe immer noch keine... Der erste Reiter. Ich habe aber immer noch keine Munition. Das ist natürlich schlecht. Ich kann die Zeit zurückspulen, aber ich habe keine Munition bekommen. Eine neue Expedition beginnen. Wenn ihr diesen Durchgang durchschreitet, startet ihr eine neue Expedition. Wenn ihr während einer Expedition sterbt, lasst ihr alle Gegenstände in euren Rucksack fallen und kehrt zum Seelenmann zurück. Okay. Wir haben auch eine Karte. Also das ist unsere Map. Da ist jemand. Ich brauche Munition, Munition. Oh. Ich scanne nicht mal, Hilda. Durchgang. Hilda. Hilda, die Mutter der Pulvomantie. Okay. Ihr. Oh, ihr seid mein Ersatz von allen Bewohnern der Zersplitterung. Gerade ihr. Bei den Göttern. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Ich bin langsam zu alt für diesen Unfug. Aber wenn ihr meinen Job wollt, dann solltet ihr zumindest gut darin sein. Aber eins nach den anderen. Zuerst laden wir mal deine Waffe nach. Geht rüber zur Nachladebank. Magier bauen Nachladebänke. Nachladen Zauber in ihre Schusswaffen ein. Ihr werdet hier Patronen und Pulver und aus Ressourcen herstellen, die ihr gebrauchen könnt. Ja, herstellen. 300 ist Maximum, okay?
Ah, ein einfacher Zerstörungszauber. Ein Klassiker. Wenn ihr das nächste Mal im Turm seid, solltet ihr euch mit den Forschungen mit Shana beschäftigen. Damit könnt ihr lernen, wie man bessere Zauber erstellt. Ihr müsst lernen, wie ihr eure eigene Nachladebank baut. Wenn ihr das nächste Mal die Zeit zurückdreht, bin ich möglicherweise nicht mehr hier. Und wenn doch? Voll im Metall. Gott. Das sind Bücher. Oh, Folianten. Und die Munition verschießen wir hier wie nichts Gutes. Ist unfair. Ah, ich habe was dazu gelernt. Na, das war noch ein Buch. Baut in den Weltenbau eine Möbelwaffe? Okay. Hier sind Pilze. Und hier. Da kann ich Folianten holen. Die guten alten Folianten. Erfahrung, das Buch soll euch nun ein Rezept für einen dieser Waffen gelehrt haben. Stellt eine her. Nachladebank. Okay. Verbessert die Ausgabe. Weltenbauer. Hiermit kann man Möbel herstellen und zerstören.
Mit dem Weltenbau könnt ihr Vorrichtungen bauen oder und zerlegen. Im Turm gebaute Vorrichtungen bleiben bestehen. Jene, die der Zersplitterung errichteten, gehen verloren, wenn ihr die Zeit zurückdreht. Zerlegen? Kann ich... An Kisten zerlegen. Kann ich... Wo haben wir es denn? Inventar. Okay. Ja. Hab auf dem Möbel was verwechselt. Ah, eine Werkbank. Besondere Vorrichtung, ein Traumprojektor. Nachladebank, kleine Truhe. Ja, auch euch nicht. Kann ich die auch? Verbessert die erste Aufgabe, repariert die Forschungsmechaner. Ah, ich weiß noch nicht, wie ich meine erste Möbelwaffe hergestellt habe. Sorgt dafür, dass euer Tom eine Nachladebank hat. Sie wird euch bis ans Ende der Zeit gute Dienste erweisen. Vor 200 Jahren zerbrach die Welt und diese Zersplitterung entstand. Seitdem war die Lage stabil, bis wir den Turm öffneten und das Chaos herausließen. Das Chaos zerstört weiterhin die Welt, ganz egal, wie oft wir das Rad zurückspulen. Nun hat das Chaos das Rad beschädigt. Um die Welt wieder aufzubauen, müsst ihr zuerst das Rad wieder aufbauen. Mit einem uralten Zahner nach dem anderen. Meine Verbündeten, die Reiter, haben möglicherweise ebenfalls ein paar der Teile, aber wir vertrauen euch nicht. Dies ist das erste Mal, dass ihr uns trefft, nicht das erste Mal, dass wir euch treffen. Wenn ihr die Zeit erneut rückspült, werde ich mich an das hier nicht mehr erinnern. Mit uralten Zahnrädern baut man das Rad des Chronomanten wieder auf. Nachdem ihr ein uraltes Zahnrad zurückgebracht habt, könnt ihr die Zeit zurückspulen, damit der Zersplitterung neue Gebiete hinzugefügt werden. Danke. Hier gibt's Früchte. Oh, ist sonst hier noch was? Was? Hier kommen wir nicht mehr weiter. Na, scheinbar haben wir hier schon alles, was sinnvoll war, abgeerntet. Na dann. Ein neues Zahnrad, sehr schön.
Die drehen so gesehen wild am Rad hier. Vorsichtsmechaner, reparieren. Verbessert die Erstaufgabe. Eisenbahn. Okay. Brenne Patrone. Eine Patrone, die den Brand setzt, was sie trifft. Eine Auslöscher. Kann ich irgendwie was erforschen hiervon? Schauen wir nicht. Ey! Ja, dann guten Abend, liebe Raiders. Ey, damit rechne ich ja gar nicht so. Vor allem, ich habe doch erst angefangen. Aber ich hatte schon gesehen, ihr habt Cloudbugle fleißig gespielt. Hallöchen, Ski. Seid ihr denn gut vorangekommen? Ja. Stimmt, das hört man doch gerne. Wir haben uns ja aktuell erstmal hier unseren tollen, hübschen Magier erstellt. Wir haben eine Pistole. Wir haben ja unseren Turm. Wir sehen unsere Base. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, wie und was und ja. Ordentlicher Spielstand. 11,5 Stunden. Oh Gott. Da warst du aber sehr fleißig. Moment. Bauen. Ich. Arkane Auslöscher, den haben wir. Arkane Nachlademagie, die brauchen wir. Die Frage ist immer so, wo baut man was hin? Wir haben keinen, ja, wir haben nicht viel Platz. So. Ladung herstellen. Da wir so ein bisschen die Welten erforschen müssen und alles. Drei Spiele in 11,5 Stunden. Ich habe keine Konzentration mehr. Also in dieser Zeit reichen mir 1 bis 2 Spiele. Okay. So ein bisschen die Einleitung. Aber wir wollen ja Welten erforschen. Mein K ist cute. Naja, einigermaßen. Mag er mit einer Pistole halt. Ich kann ihn ja auch ein bisschen anpassen. Also aktuell kann ich zumindest noch die Augen anpassen. Alles andere geht gerade nicht. Ach so. Mein Fortschrittmodell. Ja, vielen lieben Dank. Ich dachte jetzt um meinen Magier. Die Welt, ach so, ja, die Welt wurde zerstört. Wir haben die Welt ja noch nicht zurückgesetzt. Ja, bei uns, wir drehen halt täglich am Rad. Daher. Vielen lieben Dank für den Follow. Die Welt wird nun von Chaos eingenommen.
Es bleibt nur begrenzte Zeit, bis das Chaos entfesselt wird. Wenn das Chaos entfesselt wird, beginnt es die Welt zu verschlingen und es wird schwieriger zu überleben. Er erweckt interaktive Risse und zerstört sie, um das Chaos noch weiter zurückzudrängen. Ja, das Chaos machen wir. Das kann ja jetzt weiter werden. 5 Minuten haben wir, aber wir schaffen viel in den 5 Minuten. Ich hoffe es. Eine neue Expedition beginnen. Das Imperium. Ja, gut. Der war jetzt ganz kurz da. Vielen lieben Dank für den Follow. Haben wir denn hier Schönes? Kohle. Hochofen. Und wir haben Hilda wieder. Aber hier kann man forschen. Dann viel Spaß auf der Hunderunde. Und nochmal Hallo an alle, die jetzt da sind. Hilda. Sieht aus, als hätten wir uns bereits kennengelernt. Ihr habt meine Schusswaffe. Wie, das war deine? Also ich hätte gerne bessere. Deine sieht ein bisschen nach Metall aus und meines, ja. Wollen wir nicht drüber reden. Die anderen Reiter haben die Zahnräder. Ihr müsst sie besiegen. Ich muss sie besiegen. Moin, moin. Ah. Der Mechanam-Schmied. In 2 Kreaturen. Wir haben eine Kreatur ja so nebenbei mal gescannt. Kreaturen-Scan ist natürlich schön. Das Problem ist, alles, was wir hier finden, will uns halt auch killen. Du bleibst hier. Sehr schön. Damit haben wir unsere 2 Kreaturen. Die Sachen, so gesehen, durchlesen, was wir können, können wir in den 5 Minuten. Wir haben ja... Wir haben nicht mal 5 Minuten. Das ist das Schlimme. Das ist alles auf Zeit. Und natürlich, ich habe dich noch nicht gescannt. Schieß mich nicht ab. Jetzt, wo ich dich gescannt habe, kann ich dich auch abschießen. Vor allem die Folianten sind wichtig. Das haben wir ja schon festgestellt. Und da liegt ein Buch drauf, also gibt es auch Bücher. Wo kommst du denn? Es macht noch nichts. Noch. Man muss das ja immer mitnehmen, wenn es nichts... Ja, wir haben... Okay, da dürfen wir nicht rauf. Sehr schön. Da sollten wir nicht rauf. Das ist nicht gut für uns. Was auch immer diese komischen Dinger da hinterlassen haben. Von den Mechanikerin zu besiegen? Ja, gerne doch, wenn ich weiß, wo ich sie finden kann. Na, was bist du denn schon wieder? Ich habe ja gelernt, immer schnell kaputt machen. Die sind nicht harmlos. Definitiv nicht harmlos. Aber wir haben hier einen Ausgang.
bin ja schon mal froh, dass wir den hier jetzt haben. Okay, hier müssen wir hin. Und alles andere kann man also gesehen einfach so erkunden. Aber wir haben nur noch eine Minute Zeit, dann zerstört sich diese Welt so gesehen von selbst mit der Zeit. Und das ist nicht unbedingt angenehm. Guten Abend, Basti. Ja, komm mal her. Was bist denn du für einer? Du hältst ein bisschen was aus. Und vor allem mehr als die anderen. Autsch. Er kann mich doch nicht mit seinem Sack verprügeln. Das geht doch nicht. Aber wir haben Eisenbrocken. Eisenbahn. Ewiger Revolver nehme ich definitiv mit. Solange ich noch ein bisschen Platz habe, nehme ich auch den Rest mit. Einfach mal zerlegen hier. Können wir denn... Schauen wir noch später. Aber scannen. Scannen, scannen, scannen. Hier kann ich nicht scannen. Wir hätten ihn scannen können. Und die Welt... Ja, die Welt geht unter. Es heißt es renn oder stirb. Ja. Das ist nicht gut. Je mehr sie die Welt so gesehen hier auslöschen, deswegen können wir uns hier bewegen. Aber hier, das will ich mitnehmen. Eisen. Also besser gesagt, das ist ja nur Eis und Schrott, aber... Geliebte Heimat. Aber wir haben das Zahnrad gefunden. Und daher, solange wir das Zahnrad haben... Vielleicht kriegen wir ja eine Minute mehr. Vielleicht. Man weiß es nicht. Okay, wir haben nur 5 Minuten pro Run. Zahnräder gesammelt, 0 von 3, ja. Arkane Auslöscher. Also im Grunde einfach nur, um Inventar zu säubern. Ewiger Revolver. Vor allem Ölpatrone. Und Giftpatrone. Jetzt bräuchten wir jetzt noch Feuermunition. Und dann sind wir richtig fein raus. Aber die Feuermunition... das kostet halt... Brennepatrone. Kältepatrone könnte halt interessant sein, genauso wie Gift. Bezaubernde Patrone. Eine Patrone, die Gegner bezaubert, damit sie euch folgen und für euch kämpfen. Wirkt nicht gegen Chaos. Wäre ja schön. Also so gesehen, die ersten drei sind interessant. Das mit den Verzaubern überlasse ich, glaube ich, anderen.
Ich bin nicht so verzaubernd. Wir brauchen aber noch Eisenbahn, um den Folianten überhaupt hochzustufen, und wir brauchen einen generell Folianten. Deswegen ist das mit der Sache, machen wir das mit den Patronen oder nicht? Aber ich würde mal sagen, wir lassen das erstmal. Leider können wir hier noch nichts bauen, dass wir da hier einfach rüberkommen. Wäre ja schön. Wir können zumindest eine Truhe bauen. Den Traumprojektor. Den Hochofen. Das ist doch was Gutes. Schrott und Teilschrott. Okay. Und Brennstoff. Mechaneröl. Aber ich weiß nicht, ob ich das Öl gebrauchen könnte. Da sollten wir zumindest unsere Eisenbahnen rausbekommen. Bingo. Dann lassen wir den erstmal ein bisschen laufen. Und zwar mit unseren Munition. Moment. Rezept unbekannt. Schön wäre es gewesen. Baut Arcana Bank. Als. Oh, 40 Eisenbahn und Glasbrocken. Mhm. Glasbrocken. Also ich hab Glasbrocken, aber ja. Den Öl ist halt auch momentan noch nicht so. Aber wir haben. Moment. Wir haben noch hier eine zweite Waffe. Dann mache ich den hier hin, den mache ich dahin. Ja. Gut. Hier wechseln. Die müssten ein bisschen stärker sein. Wir haben nicht viel Munition. Das ist halt das Problem. Und wir können die Klammer noch nicht, ja, die Giftdinger können wir noch nicht herstellen. Und die anderen habe ich keine Ahnung woher. Deswegen, aber wir haben ja wieder die 5 Minuten. Also heißt es ab in die Welt. Wir haben nur, wie gesagt, wir haben 5 Minuten. Und wir müssen Zahnräder sammeln. Könnte böse enden. Könnte richtig böse enden. Die Kryptomantin ist aber da. Bisher habt ihr euch gut geschlagen, Magier. Vielleicht habt ihr ja Erfolge, wo ich und andere scheitern. Das Chaos wird versuchen, eure Pläne zu vereiteln. Sammelt die fehlenden uralten Zahnräder und erweitert die Welt, damit ihr die Zersplitterung vollständig erforschen könnt. Ihr werdet den Durchgang der Mechanikerin schon bald finden. Sie besitzt ebenfalls ein uraltes Zahnrad. Die Zeit läuft einfach mal. Ich lese den Mist und Mann, oh. Überhaupt nicht unfair. Nö, nö. Hey. Ich will dich eigentlich scannen, mein Guter, aber. Was ist das? Was. Ist das Öl? Okay, das ist Öl, was er da hier. Sehr schön, jetzt haben wir hier einiges an Folianten. Dann können wir nämlich bald unser Okay, das ist was anderes. Das kennen wir noch nicht.
Verdammt. Dann muss ich, glaube ich, erstmal das lassen. Nope, 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 nope. Du bist mir nicht geheuer, mein Guter. Metallschrott. Schäbige, nehmen wir doch direkt wieder mit. Heilende Patrone und brennende Patrone. Was soll das? Der spawnt einfach genau neben mir. Okay, wenn wir die killen, kriegen wir auch wieder Zeit drauf. Das ist natürlich sehr schön. Aber jedes Mal in den Gegner reinrennen, nur um ein bisschen Zeit zu bekommen und vielleicht irgendwie was anderes Gutes. Was bist du denn? Oh, du hast mir ein Zahnrad gegeben, also soll ich mich nicht beschweren. Aber wir haben halt nicht mehr viel Munition, da müssen wir halt auch dran denken. Ja, Mietz, alles gut, Mietz. Ich traue. Das sind über. Das sind viel zu viele Gegner da hinten. Nachladebank. Ja. Nein. Ich wollte die zerlegen und nicht machen. Aber die Nahrung sollten wir aufheben. Haben wir schon Heiltränke, sehr schön. Die bringen halt nicht viel, also nehme ich, wenn schon die Heiltränke benutzen. Genau, einfach stehen bleiben und nichts machen. Das ist die... Nein. Du sollst nicht auf mich schießen, du sollst nichts machen. Nicht wehren. Wer sich wehrt, das ist unfair. Puh. Links schon wieder eine Waffe. Also wir sammeln Waffen. Bruchwaffen können wir mitnehmen. Metallteile. Wir haben zwei Zahnräder. Und das ist scheinbar Öl. Nee, Wasser. Okay. Öl und Wasser gibt es also. Die Kisten können wir ja einfach zerlegen. Der Holz. Oh. Material brauchen wir so gesehen einfach nur zum Bauen und zum Herstellen. Hier haben wir was und... Okay. Also einfach zurück. Sobald wir wieder im Lager sind, können wir ja unseren Folianten hochstufen. Wir sollten genug haben. Und in den 2 Minuten schaffen wir auch noch, was auch immer da oben auf uns wartet. Also was auch immer.
Ach, das haben wir noch nicht gelernt. Brauanlage für Tränke. Das wäre doof gewesen, wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten. Ja, ich weiß, Hilda, aber du hältst mich wieder auf, Hilda. Deswegen, und wir sehen uns das nächste Mal eh wieder und du weißt von nichts. Also, ist das halb so wild. Minimap sagt, genau, hier die Statue ist auf der Minimap. Auch wenn ich nicht weiß, für was das hier genau ist. Ich hab's mir noch nicht durchgelesen. Okay. Karte anzeigen. Das schaffen wir nicht in einer Minute. Das schaffen wir auf keinen Fall in einer Minute da nach unten. Das könnt ihr knicken. Das könnt ihr sowas von knicken. Das schaffen wir nicht. Ey. Das schaffen wir auf keinen Fall. Und Durchgang. Heimat. Geliebte Heimat. Und wir haben zwei von den Newton-Zahnrädern. Ach, jetzt kommt irgendwie was. Schade. Ich baue trotzdem hier neue. Wir haben relativ viel Gift. Wir haben Feuer. Heilende Patronen, Eispatronen, Gift. Und wir haben sogar Liebesmunition. Eigentlich, die hölzerne Waffe ist eigentlich komplett Mist. Aber wir haben, denke ich mal, genau, hier, einfach rein damit. Brauchen wir nicht, weg damit. Wir uns dann später mal durchlesen. Bauanlage für Tränke ist natürlich nicht uninteressant. Ja. Chaosmilbe und Überfallriss. Ja, das haben wir ja schon mit den Überfallriss, das haben wir definitiv gemerkt. Und die gute alte Hilda hier. Wir haben aber doch, genau hier, die Arkane Bank. Definitiv alles einlagern, bevor wir hier irgendwas verlieren. Wenn wir sterben, bleibt das, was im Rucksack ist, halt verloren gegangen. Und das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Und ich komme auch nicht rüberjumpen. Leider nicht. Oder noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Wer weiß. Buch des Alchemisten ist uninteressant. Was will er denn? Brauanlage, ja. Ich wollte aber was anderes. Ja, wir brauchen halt noch mehr, ein bisschen mehr. Wir gehen nämlich jetzt erstmal erforschen. Verbessert die Erstausgabe. Himmel kann die Erstausgabe dekorative Vorrichtungen scannen. Dekorativ. Die Frage ist, was ist Deko?
Okay. Das ist also Diego. Sehr schön. Das sind dann halt Dinge, die wir dann auch herstellen können. Innen. Und was haben wir hier? Ein Holzschreibtisch. Ein Hocker. Okay, ein Schemel. Ich hätte halt am liebsten irgendwie einen Boden. Aber Boden ist uns nicht vergönnt. Also noch nicht vergönnt. Ist hier oben noch irgendwie... Ist auf jeden Fall eine Tür, aber... Wir machen halt keinen Schaden. An den Türen machen wir keinen Schaden. Und hier ist auch noch eine Tür. Aber hier ist auf jeden Fall noch ein Portal. Deswegen, wir müssen halt ein bisschen schauen. Da alle, ja, überall hier noch Löcher und alles sind, ist das Leben hier auch noch nicht so leicht, wie man meinen kann. Mal einfach mal schauen. Vor allen Dingen, was möchte er denn von uns? Wir können Wände machen. Holztüren, Holzsäule und eine Holzmauer. Das ist schön. Tongefäß, Holzschreibtisch, Holzschemel. Bücherstapel, kleines Holzregal, großes Holzregal und ein Kohlebecken. Wir haben keine Kohle. Und das ist Deko halt. Es kostet Folianten. Folianten sind nichts, was ich mir jetzt unbedingt einfach mal so wegstecken möchte. Nein. Denn das Buch noch? Ja, das ist einfach nur, was ich gelernt habe. Kriegen wir immer mal durch. Dann lässt es uns auch in Ruhe. Munition haben wir noch genug. Bedeutet, ganz unten hatten wir ja noch ein Zahnrad. Wir müssen halt jetzt schauen, wie kommen wir am besten daran und vor allen Dingen gegnermäßig.